Auf Einladung des CDU-Bundestagsabgeordneten Thorsten Schweiger besuchte am 6. Dezember Bundesgesundheitsminister Jens Spahn das Glashaus im Rosarium. Unter dem Motto 90 Minuten mit dem Bundesgesundheitsminister sollten vordringlich Krankenschwestern, Altenpfleger, Heimleiterinnen, Ärzte und andere Berufsgruppen aus Gesundheits- und Pflege die Gelegenheit bekommen, mit Jens Spahn ins Gespräch zu kommen. Dazu begrüßte Thorsten Schweiger zunächst die vielen Anwesenden und kündigte den Gast an. Heute ist tatsächlich an Nikolaus für mich Sachsen-Anhalt-Tag. Heute schon in Magdeburg, habe ich auch schon gelernt, richtig zu sagen. Und in Halle mit Ihrem Ministerpräsidenten und freue mich jetzt eben hier bei Ihnen zu sein. Und mir ist dabei eben auch wichtig, tatsächlich rauszukommen aus Berlin und miteinander über die Themen zu reden. Zum einen, was wir anstoßen, was uns dabei bewegt, aber zum zweiten eben auch, wo aus Ihrer Sicht noch was zu tun und zu machen ist. Denn eins treibt mich schon noch, wenn ich mal grundsätzlich bin. Einerseits geht es uns, glaube ich, alles in allem ganz gut gerade in Deutschland. Für 99% der Weltbevölkerung wäre es wahrscheinlich ein Sechser im Lotto plus Superzahl in Deutschland geboren zu sein. Und gleichzeitig erleben wir an vielen Stellen einen massiven Verlust an Vertrauen. Das sehen wir in Umfragen, das sehen wir in Wahlen, das haben wir bei der Bundestagswahl gesehen, das haben wir in Sachsen, Brandenburg und Thüringen gesehen. Die Tage wieder eine Umfrage, wie sehr das Vertrauen auch in Staat, in Regierung, an die da politisch Verantwortung tragen, zurückgegangen ist in den letzten Jahren. Mich treibt das um. Zum einen, wo das herkommt und zum zweiten, was wir da machen können. Und genau die vielschichtigen und komplexen Entscheidungen und Fragen im Bereich des Gesundheitswesens bestimmten sein Impulsreferat, das mit Zukunft von Gesundheit und Pflege im ländlichen Raum betitelt war. Und um genau dieses Spannungsfeld zwischen Ärztemangel und Herausforderungen bei der Digitalisierung oder zwischen ausufernden Dokumentationspflichten und steigenden Eigenbeteiligungen ging es. Auch sollten Praktiker in Form eines Podiums zu Wort kommen. Es waren Kathi Völkel, Geschäftsführerin im Pflegeheim am Rosengarten der AWO, Andreas Klaus, Vorstandsvorsitzender des DAK Sangerhausen e.V. und Mario Schulter, Geschäftsführer der Helios-Kliniken Sangerhausen, Hettstedt und Lutherstadt Eisleben. Sie hatten zunächst Gelegenheit, die drängendsten Probleme aus Ihrer Sicht kurz darzustellen. Mich bewegt natürlich mit unterschiedlicher Gewichtung und auch einem anderen Blickwinkel waren aber doch Themen wie Fachkräftemangel oder eben die erwähnten zunehmenden Dokumentationspflichten, Vergütungssätze für bestimmte Leistungen, die Steigerung der Eigenanteile für die Pflege und bestimmte arbeitsmarktliche Regelungen immer wieder Thema. Der Minister verwies auf die unterschiedlichsten Fortschritte, die in verschiedenen Bereichen gemacht wurden, räumte aber ein, dass noch viel zu tun bleibt. Auch stellte er sich den Fragen der Anwesenden. Wieder andere Blickwinkel und Perspektiven in dem sehr komplexen Ineinanderspiel der Teilnehmer auf dem Gesundheitsmarkt spiegelten sich wieder. Jetzt ging es um Engpässe in der Versorgung mit Arzneimitteln oder überhaupt Fragen der Zuzahlung zu Hilfsmitteln bzw. Medikamenten. Die Frage nach Ansprechpartnern vor Ort kam auf oder auch das komplexe Thema der Terminvergabe für Facharztbesuche. Alles komplexe Fragen, auf die der Minister keine einfachen Antworten geben konnte bei dieser Veranstaltung. Aber auf alle Fälle wurde ihm angerechnet, dass er sich den Fragen der Betroffenen stellt.